Das zweite große Projekt von uns heuer, das ist Pond5. Und zwar jeder Foto- oder Videograf hat daheim auf irgendwelcher Festplatten oder Server sicherlich Gigabyte, wenn nicht sogar Terabyte, an Daten rumliegen. Und eigentlich tut man mit denen nie was, außer dass sie nicht ein wenig digitalen Staub ansammeln. Und das ist eigentlich Verschwendung, denn mit den Daten kann man theoretisch gutes Geld verdienen. Und zwar kann man auf unterschiedlichen Plattformen seine Clips als Stock-Footage anbieten und somit verkaufen. Und genau das probieren wir heuer aus. Und da haben wir uns für die Plattform Pond5 entschieden. Pond5 ist eine Plattform, wo man als Creator Fotos, Videos oder andere digitale Inhalte hochladen, verkaufen, aber auch kaufen kann. Wir werden euch bei dem Projekt heuer live mitnehmen und euch zeigen, wie das Ganze so funktioniert und vor allem, ob das funktioniert und wie schnell, dass man da jetzt wirklich seine ersten Einnahmen erzielen kann. Also ich habe bereits einen Account auf Pond5 angelegt, der ist völlig kostenlos und es ist wirklich einfach, man muss einfach nur die Daten eingeben, die abgefragt werden und schon hat man einen Account angelegt. Und zusätzlich habe ich auch noch gleich 4 Clips vorbereitet, die habe ich schon hochgeladen. Und dass man so einen Clip hochladen und verkaufen kann, soll der natürlich bearbeitet sein. Die Farben sollen schön ausschauen und es soll sonst keine Probleme mit dem Clip geben. Danach muss man für die jeweiligen Clips eine Beschreibung und einen Titel angeben, sowie Text hinzufügen. Und das ist ganz wichtig und das ist auch die meiste Arbeit bei Stock-Footage. Nämlich nur durch den Titel, die Beschreibung und den Text finden andere Leute, die Videos oder Fotos kaufen wollen, genau deine Clips. Also ist es auch da wichtig, dass man viel Arbeit einsteckt und sich viel damit beschäftigt, dass man da ja die richtige Beschreibung und die richtigen Text findet. Danach, wenn alles ausgefüllt ist, kann man die Clips direkt zur Überprüfung schicken. Das heißt, sie werden von einem Mitarbeiter von Pond5 begutachtet, der sich anschaut, ob mit den Clips alles passt. Und wenn die dann begutachtet worden sind, dann werden sie natürlich im besten Fall auch freigeben und dann sind sie online verfügbar. Und das war schon die ganze Hexerei. Im Prinzip ist nicht mehr dabei, man muss jetzt nur ganz viele Clips hochladen und sich ganz viel damit beschäftigen. Und das werden wir jetzt auch machen. Und wir werden euch in nächster Zeit wieder mal ein Update geben, wie es bei uns läuft, wie viel und vor allem auch welche Clips wir hochgeladen haben und vor allem auch, ob wir schon was verkauft haben. Und wenn euch das ganze Projekt interessiert und ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, dann bleibt mit einem Abo da und liked unsere Videos.